Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Mein Name ist McCollum und ja, heute haben wir das Ziel, 700 Passagiere zu befördern. Und ich zähle hier fünf Bahnhöfe, bin hier auch schon in das Spiel reingesprungen. Eine Sekunde wurde verbraucht, denn wir sollen die 700 Passagiere in 12 Minuten transportiert haben. Und meine Strategie ist einfach jetzt mit dem Kapital, was zur Verfügung steht, den Schienenbau zu betreiben, den habe ich auch schon aktiviert. Und hier haben wir gelernt, gibt es einen Umsteigebahnhof. Dieser hier. Und den werde ich von außen versuchen zu verbinden. Und dann ja, mal weiterschauen, weil ich sehe das Problem hier. Also diese enge Kurve. Dann vielleicht so weit außen, wie es nur geht. Mal probieren. Ja. Hier. Ja, ein bisschen ranscrollen. Komme ich hier durch? Ja, das hat funktioniert. So, bevor ich aber weiterbaue, gleich den zweiten Kreis hier bauen. Komme ich da so eng rum? Da, tricky. Ja, ich würde es gern isoliert machen, aber weiß nicht, ob das geht. So mit bisschen Feingefühl. Ja, doch, läuft. Läuft. Und dann mal schauen, wie weit so ein Brückenbau möglich ist. Oh, ich weiß nicht, ob Maschinen kreuzen kann, darf. Also bevor ich hier wiederum weiterbaue. Mal schauen. Wobei ich komme ja. Ja, das Gescrolle hier. So, jetzt hier runter vielleicht. Ja, und dann hier lang. Oh, rot. Da darf man nicht drüber. Ach, ist das fies. Über den See darf man nicht. Da fehlt mir das Geld. Nee, Geld habe ich. Also, Kapital. Soll ich da. Wie komme ich da rüber? Ist auch zu? Ja, wie soll ich denn den See überqueren? Das ist jetzt echt eine interessante Frage. Ja, ne? Spiel vorbei. Das war's. Game over. Ja, Tunnel. Ach, hier Tunnel! Ist das. Ja, das muss man aber erstmal sehen. Hier sind Tunnel. Zwei Stück. Versteckt. Da, zwei Stück. Okay, gut. Ja, das wäre nämlich dann jetzt wirklich ein Problem. Ups, geworden. Wenn das ja nicht geht mit Brücken, wie will man dann den Berg überwinden? Also gut, dann machen wir das doch gerade wieder weg. So, ja. Sehr schön. Dann bauen wir doch die Schiene. Gleich wieder rechts. Ah, das muss ein Stück weg, glaube ich, hier. Mach das bitte weg. Danke sehr. Wieder etwas Platz lassen, damit die zweite Schiene da auch noch möglichst rankommt. Nein, jetzt, oder? Ja, das ist immer noch das Probieren. Ich krieg das nicht hin. Wegmachen? So. Ja, dieser Tunnel ist schon eine Herausforderung, die beiden. Ich merke das. Mit bisschen drehen. Denn den äußeren Kreis, den will ich ja hier wieder irgendwie zurückführen. Aber jetzt mache ich, glaube ich, erstmal einen anderen Test. Ob man hier Schienen kreuzen kann. Kann man nicht. Also.
Geht wohl nicht. Das geht. Und dann immer da diesen Weg. Und weil es geht ja nur um diesen äußeren Bahnhof, der etwas abseits isoliert steht. Dann machen wir einfach mal die Strecken, die eindeutig sind, die auch funktionieren. Und wir müssen ja nur dafür sorgen, dass der angebunden ist. Ja, dann können wir ja direkt verbinden. Wir werden ja dann sehen, ob es funktioniert oder nicht, aber das mit dem Löschen ist noch so ein bisschen, finde ich, nicht so hundertprozentig. Ein Stück weg. Wenn man merkt, ich bin jetzt hier erst im zweiten Level, was die Beförderung angeht. Jedenfalls haben wir ihn schon mal angeschlossen. So, jetzt die Schiene hier weiterführen. Ach, geht nicht. Man kann wohl direkt dann da dran. Geht, jawohl. Sehr gut. So, Umsteigebahnhof. Dann mal schauen, wo ist der? Hier steht er. Okay. Einmal außenrum, einmal innenrum, oder? Ja. Hier durch. Hier rum. Es wird eine enge Kurve. Hallo? Wie soll das hier funktionieren? Das ist ein bisschen eng. Also das Gleis da lang. Ich glaube, ich muss hier einfach auch weiter außen rum, damit die Kurve geschafft wird. Macht aber nicht. Doch, macht er so ein bisschen. Jetzt. Ha! Gewonnen! Und dann geht's wieder zurück. Hier durch, oder wollen wir noch den anderen vorher anschließen? Ich würde sagen, hier rum. Da sind wir genau auf der Straße. Ja, klar. Das geht natürlich nicht. War mir so klar. Aber ich baue es natürlich erstmal trotzdem, ne? Es ist ja so klar, aber wird vorher gebaut. Komm hier rum. Um die. Ja. Um die Straße. Hier lang. Ah, das ist schon tricky gemacht hier. Von der App-Gestaltung. Ja, wäre ja sonst zu einfach, ne? Und nun die Frage. Lass es mal hier stehen. Das Gleis. Gleich um die Ecke. Ja, es gibt natürlich hier sehr viele Lösungsmöglichkeiten, vermute ich. Aber das funktioniert jetzt. Das, ich glaube, das haben wir jetzt gewonnen. Diese Herausforderung. Hätte ich doch noch ein Stück wegmachen können. Machen wir. Ah, mach das weg. Hallo? Nochmal. Das mit dem Löschen, das ist noch so ein bisschen tricky. So, Zeit läuft, nicht aktiviert. Löschen, aktiviert. Programmierer, was hast du hier gemacht? Ab hier geht's. Okay, also da mit dem Weglöschen von Gleisen, da muss vielleicht nochmal nachgearbeitet werden. In dem Programm. Aber wir haben es ja hinbekommen. So, alle Bahnhöfe, würde ich sagen, haben wir 1, 2, 3, 4... 5 angeschlossen. Und dann machen wir doch eine Route. Und das ist eine große Route. Eine ganz große Route. Außenrum.
Und wenn wir die unterschiedlich fahren lassen, von unterschiedlichen Positionen, und die sind von der Geschwindigkeit her einigermaßen, hier hängt was, hier geht irgendwie was nicht weiter, was fehlt hier? Ja, hier fehlt ein Stück Gleis. Muss ich jetzt die ganze Route nochmal machen? Ja. Alter, okay, gut. Die ganze Route nochmal. Aber das Schöne ist ja, dass doch recht gut geholfen wird. So, die Route, hast du die jetzt erstellt, oder? Noch nicht. Wurde nicht angezeigt. Jetzt hat er sie erstellt. Damit haben wir die erste Route und auch die letzte. Ich bin der Meinung, wir brauchen keine mehr. Ich stelle da jetzt einfach dann, soweit wie das Kapital reicht, Lokomotiven und Waggons zur Verfügung. Und beim letzten Mal hatte ich doch gesagt, dass ich das Gefühl habe, hier läuft das alles etwas langsamer. Ja klar, logisch, denn bei dem Spiel, Entspannungsspiel, hatte ich eine ganz andere Lokomotive gewählt. Und zwar, glaube ich, war das hier die zweite. Und die fährt natürlich etwas schneller. Nämlich genau 2 km/h. Ja. Aber das hat es schon ausgemacht, optisch. Aber um etwas Kosten zu sparen, ja, nehmen wir die kleine. So, dann hier drauf. Lok. Und Personenwaggons. 1, 2, 3, 4. Reicht mal 4. 4er. Das sind ja dann 32 Passagiere, die wir maximal befördern können. Und dann an den nächsten Bahnhof hier gegenüber. So. Und gleich auch 4 Waggons. 1, 2, 3, 4. Da haben wir noch 3.900. Reicht nicht. Ja gut, dann bekommen sie 5. Um mehr Einnahmen zu erzielen. 5. Ach was. 5, 6, 7. Und was kostet hier einer? 900 kann ich nicht mehr. Den einen Waggon noch dranhängen. Und dann würde ich sagen, dann fahr mal los. So. Hier, ich glaube, mit der Maus geht das besser. Also wenn ich mit der Maus an den Bildrand gehe, scrollt das doch wesentlich sanfter, als wenn ich mit der Tastatur arbeite. Also dann mache ich das mit der Maus. Ist angenehmer auch zu sehen. Also die Drehung, die mache ich über die Tastatur, ja. Aber mit der Maus über die Map scrollen. Ist angenehmer, dann das zu sehen. So, 16 potenzielle Passagiere. 17 auf einsteigen. Also 700 Passagiere ist das Ziel. Jetzt etwas hier oben aufs Kapital achten. Damit wir gleich dann die nächste Lokomotive auf die Strecke bringen. Ja, es sammelt sich natürlich langsam an. Da sind nur 7. Ja, das ist halt die Frage. Die Strategie 9. Wie man die einsetzt. Die Waggonanzahl, um halt möglichst maximal an Personentransport, Beförderung zu ermöglichen. Da habe ich nicht dran gedacht. Weil eine Minute, wobei wir haben ja 12 Minuten, glaube ich, habe ich gesagt, ne? 12 Minuten Zeit. Aber erst 3000. Da müssen mehr hin. Leute, the best of, ja? The best train of the world. Direkt hier zu den Bahnhöfen ansammeln, einsteigen, Geld verdienen. Weil der kommt recht schnell hinterher. Klar, der ist natürlich etwas schneller, hat nämlich ein paar Waggons weniger. Der fährt auf. Was Neues gelernt. Aber das können wir sofort mal, glaube ich, verbessern, indem ich dann... So, wir haben hier dran. Hier vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier sind 4. 4, 5,
6, 7. Gut, die fahren natürlich jetzt hinterher. Jetzt zum allerersten Mal der Test. Kann ich die anhalten, die Lok? Wo ist er hier? Huch, ich habe hier eine Markierung. Was steht da? Überlastung. Reisezugüberlastung. Kann ich aber nicht festlegen. Dass er mal vielleicht kurz stoppt, anhält. Dass es halt nicht zu diesem Auflaufen kommt. Der zwei Loks. Das geht nicht, oder? Nein, also das habe ich nicht raus. Definitiv nicht. Also gut, Überraschungseffekt. Mal schauen, was halt das passiert. Dann weiter. Aber er ist zumindest jetzt genauso langsam. So, hier sind 35 Passagiere. Wenn da noch ein paar mehr dazukommen, dann ja. Dann bekommt der zweite Zug auch nochmal ein paar Passagiere ab. Ist aber nicht optimal. Also, das war nicht die Strategie. Oh, eine neue Passagierstation ist eröffnet. Steht da. Die waren noch gar nicht alle offen. Ich lasse mal schneller laufen jetzt. Das bis zu ungefähr 6.000, 7.000 Kapital. Und dann kann man ja noch eine draufsetzen. Ja, die verdienen jetzt ihr Geld. Pause. Und sofort eine Lokomotive. Bitte sehr. Und Waggons. 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, reicht nicht das Kapital für den 7. Waggon. Ja gut, ist ja ein bisschen Abstand. Dann weiter. So, 6 Minuten. 100, 200 Passagiere. Und kurze Pause. Hier fehlt, glaube ich, noch ein Waggon. Das war, glaube ich, der Zug. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, wo ist er? Wo ist der Waggon? Der Zug jetzt hier mit dem fehlenden Waggon? Ich wette, der steht jetzt genau im Tunnel oder was? Aber dafür haben wir doch hier diese Übersicht, bin ich der Meinung. Anzahl Waggons. Oh, habe ich mich dermaßen verzählt. 8, 7, 5. Ja. Also gut. Doppelklick. Geht er direkt hin. Finde ich richtig klasse. Dann machen wir das ordentlich. 5. Warum kann ich den nicht dranhängen? Wieso ist das jetzt nicht erlaubt? Sie können keinen Waggon einbauen. Ein anderer Zug liegt zu nah. Ah, okay. Sehr, sehr tricky. Ja, dann ziehen wir es einfach mal durch, ne, oder? Wir haben jetzt 300, ziehen wir, brauchen wir die Hälfte, haben wir. Aber die Zeit wird nicht reichen dann. Vermute ich, wobei der steht jetzt. Jetzt können wir da noch 1, 2, 3, 8 Waggons. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der passt. 8. Wo ist der letzte hier? Den hatte ich doch gerade eben gehabt. Alter, Mann, Mann, Mann. Ja. Das ist gar nicht so ohne. Man muss es mal selbst spielen. Man muss es mal selbst spielen, aber dann suchen wir doch den schnell raus. Doppelklick. Das ist er doch. Tatsächlich. Habe ich mich verzählt. Habe ich mich verguckt. So, auch 8. Und dann können wir noch eine Lokomotive verteilen. Und die setzen wir genau hier hin. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, geht nicht hier. Geld fehlt. Aber ich bin der Meinung, das könnte eine knappe
Nummer werden, die wir aber vielleicht noch schaffen. So, haben wir wieder etwas Kapital. Anhalten. Sofort noch die fehlenden Waggons. So, der hat jetzt 6 Waggons. 7, 8. Und dann... Let's go. 9 Minuten. 400. So, jetzt schaffen wir das. Also ich bin überzeugt, die Runde bekommen wir hin. 10 Minuten. 500. 600. Eine halbe Minute. Alter, knapp 11 Minuten 43 abgelaufene Zeit. Das war knapp. Also, das war richtig, richtig knapp. 17 Sekunden. Und dann hätten wir was anderes lesen dürfen. Zum Glück nicht. Ja, damit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, hinterlässt ein Like oder einen Kommentar. Und über jeden neuen Abonnenten freue ich mich natürlich. Bis dann und ja, nicht vergessen, vierter Teil.